So, guten Morgen zusammen. Endlich mal wieder Michels Wochenshow. Heute die Osterausgabe. Eier gesucht habe ich heute noch keine, zumindest nicht außer Haus. Wir hatten eine krasse Woche. Wir haben Nachgärlager öffnen müssen, weil da eine brutale Schwimmdecke war. Ich hatte sie auf einen Meter geschätzt. Sie war dann ja, so 3 bis 4 Meter. Leider. Die Ursache haben wir noch nicht wirklich gefunden. Ich tippe auf ein Rührwerk, das zwar anzeigt, dass es läuft, aber keine Rührleistung mehr hat. Wir müssen am Dienstag nochmal da dran und schauen, nochmal rausseparieren, dass wir es dünner bekommen. Und dann, denke ich, kriegen wir das voll in den Griff, zum Glück. Mais haben wir noch keinen gesät, deshalb, gerade deshalb, weil wir noch nicht dazugekommen sind. Die 3 Tage waren ja so nicht eingeplant, aber das muss jetzt einfach sein. Aber schaut mal hier raus. Die geilste Jahreszeit hier im Streuobstgürtel. Obstbaumblüte, sensationell. Und dann dieses Wetter, ja, der Himmel strahlend blau. Viele jammern schon, dass es zu trocken ist. Von dem sind wir bisher eigentlich verschont. Wir hatten ja gestern und letzten Samstag diese ersten beiden Seminare hier auf dem Hof. Dieses Einsteigerseminar Bodenfruchtbarkeit, was wir einfach mal versuchsweise gemacht haben. Und ich muss sagen, wow, das Feedback war echt krass. Und ja, hat echt wahnsinnig Spaß gemacht, ja. Also muss ich sagen. Jeweils 2 tolle Truppen, hochinteressiert, sehr viel nachgefragt. Dafür sollte ja der Rahmen auch sein, dass man seine Fragen stellen kann. Viele haben schon irgendwo mal irgendwas aufgeschnappt von Flächenrotte, Kompost, Tee, regenerativer Landwirtschaft. Aber jetzt, das war mal so ein kleiner Rundumschlag, damit alle wissen, worum es geht. Wie gesagt, hat saumäßig Spaß gemacht. Ihr, die ihr da wart, waren echt toll, echt super interessiert. Ich kenne es so selten, ja, wirklich selten in der Landwirtschaft leider, aber motiviert dann auch weitermachen, weil auch extrem viel junge Bauern da waren, die sagen, sie wollen was verändern, sie wollen Landwirtschaft in Zukunft ein bisschen anders machen, beziehungsweise auch aus dem Grund, wie ich es angefangen habe, mit diesen ganzen Verordnungen, die auf uns zukommen, besser klarkommen. Ja. Und nicht nur jammern, das geht alles nicht, sondern aktiv die Veränderung angehen, die uns ein Stück weit der Staat und auch die Vermarkter aufdrängen. Ja. Und der Schlüssel zu vielem ist der Boden. Ich hoffe, das konnte ich rüberbringen. Also wie gesagt, das hat echt, ich bin heute noch ziemlich geflasht, muss man sich ein bisschen wieder runterholen. Aber heute schaffe ich mal nichts groß außer Biogasanlage. Was war noch? Ja, wir haben jetzt dann vorher die letzten beiden Wochen diese Flächenrotte gemacht zu Mais. Dann, ja, wie gesagt, nächste Woche muss der Mais irgendwie in Boden, trotz der Aktion noch am Gärrestlager, weil unsere Böden unten noch extrem feucht sind. Haben wir gestern auch wieder mit dem Spaten festgestellt. Unter der Flächenrotte, das ist ja gut so. Wir müssen nochmal eine flache Bodenbearbeitung machen. Aber ja, das kriegen wir hin. Sind ja da jetzt schlagkräftig aufgestellt. Ja, ansonsten ist jetzt heute einfach mal Ostern. Nichts tun, Eier suchen. Wie auch immer ihr das macht. Und ja, einfach heute Garten genießen. Dieses Wetter, ja. Yeah. Oh, guck. Oh. Einfach geil. Also, ich wünsche euch was. Euch allen schöne Osterfeiertage. Genießt die auch ein bisschen und schafft nicht alle nur. Gerade ihr Landwirte. Mais säen geht auch am Dienstag noch. Manche meinen, ja, das ist der letzte Tag heute oder gestern oder Karfreitag. Manche, ich
Also ich bin da jetzt kein Fan davon, ja. Silieren oder sowas, gern Ernte, ja. Aber Aussaat, ey, da muss schon alles schief gehen, dass wir das an einem Feier- oder Sonntag machen. Also, jetzt aber endgültig. Schöne Ostern euch, euer Michel. Tschüss.